Hallo Freunde! Heute mit einem sehr weißen Fit, auch ein sehr gemütliches Fit, gehe ich aber später drauf ein. Micha hier, Gate 104, der Standort, Berlin die Stadt, Marni das Thema. Castiglioni ist die Gründerin von Marni 1994 ins Leben gerufen. Quereinsteigerin, hat einfach ganz viel Liebe für Mode gehabt, hat sie mit ihrem Mann zusammengetan und die Brand Marni ins Leben gerufen. Mittlerweile ist Marni nicht mehr in Familienbesitz. Sie sind aufgekauft worden oder wurden, also sie hat sich dazu entschieden, Marni 2012 an die OTB Group zu verkaufen. OTB ist unter der Leitung von Herr Rosso. Rosso macht die Diesel Denim Group, großer Konzern. Genau, bis 2018 war die Tochter von Frau Castiglioni noch am Start, Caroline heißt sie, glaube ich, hat da noch mitgewirkt, hat dann eine Subline noch gegründet, Plan C hieß die. Genau, so mal kurz das Konstrukt um Marni und ist dann ganz lange Familienunternehmen gewesen. Jetzt OTB Group, neuer Creative Director und Designer im Haus. Genau, der auch wiederum, auf den gehe ich später nochmal ein, der wiederum eine neue Herausforderung damals gesucht hat und in die Fußstapfen von ihr getreten ist und da theoretisch auch einen neuen Anspruch und eine neue Wave reinbringen konnte. So, für was steht Marni? Marni steht für Popkultur, laute Prints, viel Farbe, krasse Schnittmuster, Italian Flair, und Collabs mit Künstlern, die nicht als Collabs angekündigt werden, genau. Marni, italienisches Mode-Label, sehr klassisch mit weiten Schnitten, sehr elegant, setzen sehr viel Wert auf Nachbearbeitung. Es gab so eine letzte oder vorletzte Season, blende ich euch hier mal ein, so einen Corduroy Blazer mit Flare Pant, die dann noch mit Wachs bearbeitet wurde. Wir hatten davon zu wenig und sind sehr froh, die auch schnell losgeworden zu sein. Preissegment natürlich hochpreisig. Wir sprechen bei Hemden zwischen 400 und 800. Bei so einem Blazer kann es auch mal in die 2.000-2.500 Euro Richtung gehen. Wir haben eine ganze Spannbreite. Sie sind auch sehr stark, was Leather Goods angeht, Schuhe. Also sie denken das ganze Portfolio ab. Wir haben auch sehr gute Erfahrungen gemacht mit eben Taschen für Mann und Frau. Also ist auch eine Unisex-Brand. Es gibt theoretisch keine direkten Hinweise, ob das ein Männer- oder ein Frauenpiece ist. Natürlich gibt es eine Frauen- und Männerkollektion, aber theoretisch würde ich behaupten, dass da Unisex-Pieces dabei sind. Ich hatte auch mal, ich glaube, das erste YouTube-Video, mittlerweile sind wir bei, keine Ahnung, über 40 Stück. Da hatte ich so einen Merino-Wollen-Sweater an, two-colored. War auch, glaube ich, der Einstieg, wo ich mich richtig gefreut habe, ein Marni-Piece zu tragen. Genau, Marni ist auf jeden Fall sehr farbenfroh, elegant, italienisch verspielt. Ist, glaube ich, eine gute Beschreibung. Ich blende euch mal hier auch gleich verschiedene Kollektionen ein, wo ihr das seht. Sie haben krasse Blumenprints, dann mit Künstlern zusammengearbeitet, deren Arbeiten dann wiederum als Printdesign auf die Pieces gebracht wurde. Und so zieht sich das immer wieder durch die, oder das ist die DNA der Brand, ne? Die Fabrics und die Herstellung ist komplett made in Italy. Marni ist auf jeden Fall eine der Brands, die es übertreibt mit Qualität der Produktion. Zum Beispiel auch, die war unter dem Schirm damals von einer Pelzhersteller, CIWIFURS, wie auch immer es ausgesprochen wird, CV Furs. Dadurch gab es immer einen großen Anteil an Pelz in den Kollektionen. Die haben sich irgendwann dann getrennt und selbstständig gemacht, also Marni als solches, und haben aber die Pelz-Pieces immer noch beibehalten.
blende euch das hier auch mal ein, damit ihr eine Vorstellung habt, wie weit das gehen kann. Und da waren Pieces dabei, die können auch mal 5.000, 6.000 Euro kosten, weil so richtiger Pelz, ne, ist natürlich in einer anderen Preisklasse. Wie man dazu steht, ist jedem selber überlassen. Es gehört leider immer noch zur Mode dazu. Auf die Tierthematik gehe ich jetzt hier einfach sicherheitshalber nicht ein, weil da gibt es eben zwei Camps und wir befürworten natürlich alles, was mit nicht tierischen Produkten hergestellt wird. Es gehört aber natürlich zur Mode immer noch dazu. Damit ist auch jetzt hier gut. Marni als solches, wie gesagt, italienische, feinste italienische Mode. Und wir sind sehr happy darüber. Es läuft sehr gut. Es gibt ganz viele verschiedene Pieces. Geht durch unsere Selektion durch. Ich habe hier gerade schon geguckt. Hier, ich ziehe mal kurz hier ein Piece raus. Ihr seht, das ist ein typischer Marni-Print auf dem typischen Marni-Hemd. Made in Italy. Ich wollte nur einfach mal aufgreifen, weil ich es gerade gesehen habe. Yes, sir. Falls ihr Fragen habt, haut es in die Kommentare rein. Es gilt wie immer, je mehr Kommentare da sind, desto mehr Gutscheine werden ausgehändigt, 20-30%. Wir haben uns jetzt letztens einmal damit beschäftigt, die letzten Kommentare durchzugehen. Wir haben die Gewinner rausgepickt. Es folgt auch noch eine Aktivierung von uns im Februar, wo es noch mehr geben wird, weil wir dann wieder eventtüchtig sind und live vor Ort es Sachen geben wird, wo ihr auch partizipieren könnt. Micha hier, ich hoffe, es hat euch einen kleinen Einblick in die Marni-Welt gegeben. Wer laute Prints und geile Schnitte mit hoher Qualität aus Italien möchte, ist da richtig. Ich gehe kurz auf mein Outfit ein. Hier seht ihr den Nike Air Force Sculpt, wo wir mit Nike auch die Aktivierung hatten. Kann ich vielleicht hier verlinken, damit ihr auch seht, über was ich rede. Da sind wir in fünf Städten unterwegs gewesen. Checkt es aus. Dann eine Casablanca Wool Pant, super cozy. Die Undercover Weste, See-Through und ein Gallery Department Shirt. Red More Cap. Ich danke euch. Michael ist raus. Bis nächstes Mal.